Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video zum Thema Ökovaganza. Als nächstes möchte ich gerne das Blatt Graspapier zeigen. Graspapier ist ein sehr spannendes neues Material, was mit Grasfaser erstellt wird. Um Papier herzustellen, braucht man Fasern, die werden aus Bäumen gewonnen. Das ist ein relativ aufwendiger Prozess, weil der Baum hat ja eine Farbe, das heißt, der Baum muss geschält werden, gehackselt werden, dann wird es gekocht, damit dieses Braun rausgeht, dann wird das Ganze nochmal gebleicht und dann hat man sogenannte Frischfaser. Es gibt natürlich auch andere Fasern, wie eben zum Beispiel Gras. Gras ist jetzt grün, ist allerdings eine relativ kurze Faser, natürlich nicht so stabil wie Baumfaser. Das hat ein Unternehmen in Köln sich patentieren lassen, sogenannte Grasfaser, mit der man Papier herstellen kann. Und in dem Graspapier wird in diesem Fall hier, da gibt es verschiedene Varianten, zum Teil aus Recyclinganteil oder eben mit Frischfaser. Das ist jetzt eine Frischfaservariante, in der 50% normale Fasern sind und 50% Gras. Der Vorteil der Grasfaser ist, dass in der Herstellung nur 20% Energie benötigt wird, weil es eben nicht so aufwendig gebleicht werden muss und man braucht deutlich weniger Wasser. Also man braucht 1 Liter Wasser für eine Tonne Graszellstoff und man braucht 1000 Liter Wasser für eine normale Zellstofftonne. Natürlich hat Graspapier damit eine spezielle Optik. Das heißt, wir haben jetzt ein paar Projekte umgesetzt für Startups, die komplett auf das Thema Grasoptik gegangen sind und ihr ganzes CI und ihr Look and Feel danach ausgerichtet haben. Ja, bestehende Marken haben aber das Thema, dass sie sich natürlich nicht von heute auf morgen auf Graspapieroptik verändern können. Dazu haben wir uns 2 Lösungen einfallen lassen. Zum einen eine dünne Schicht vom normalen Papier auf dem Gras drauf laminiert, so wie man das hier auf der Box sieht. Das sieht dann von außen einfach ganz normal aus und die Box wäre von innen dann in der Grasoptik. Die zweite Variante, die wir uns überlegt haben, ist ein Weiß, das wir drucken können, was sehr dick ist. Deswegen wird es im Siebdruck gedruckt und es gab immer schon für Offset einen guten Siebdruckgrund. Der war aber auf Lösemittelbasis und der hat extremst gestunken und war natürlich nicht besonders nachhaltig. Hier haben wir also ein Weiß entwickelt, was im Offset überdruckbar ist, was das Gras total gut abdeckt und dann überdruckt werden kann. Hier oben sieht man das, das ist ohne Unterdruck mit Weiß, das ist dasselbe Bild mit Unterdruck im Weiß. Also ich habe hier nochmal ein Beispiel von der Schachtel, eben mit dem laminierten, dünnen Papier außen. Die sieht außen ganz normal aus, wie eine normale Schachtel, und kann also sofort mit dem bestehenden Design umgesetzt werden und von innen hat sie dann eben die Grasoptik, was man schon als Geschichte erzählen kann. Also hier sehen wir quasi denselben Druck, einmal ohne Weiß drunter, man sieht, für dunkle Motive geht es ganz gut, und einmal mit Weiß drunter. Ich habe noch ein weiteres Beispiel, damit ihr versteht, was ich meine. Hier diese weißen Schachteln, die könnte man ja auf Graspapier gar nicht darstellen, wenn man nicht weiß unterdrucken würde. Das Interessante an Graspapier ist, dass es eine sehr strukturierte Oberfläche hat, was sehr spezielle Haptik ermöglicht. Das sollte man möglichst einbinden ins Design. Man kann Graspapier in Offset und im Siebdruck bedrucken. Wenn man dunkle Motive hat, wirkt es im Offset sehr gut. Helle Motive sollte man, wie gesagt, mit Weiß unterdrucken. Dabei wäre es gut, wenn man das Weiß etwas kleiner anlegt, sozusagen unterfüllt um 0,3 mm, damit das Weiß an den Kanten nicht herausblitzt. Wenn ihr weitere Infos zur Ökovaganza haben wollt, geht auf www.seismographics.de. Im Blog gibt es einen langen Artikel dazu mit weiteren Infos und dort könnt ihr auch kostenlos eine Box bestellen. Das war's für heute mit Ökovaganza. Nächste Woche stelle ich ein weiteres Blatt vor.